Jo, moin, Flüde und auch heute, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und damit wieder herzlichst willkommen zurück zu Hercule Poirot zusammen mit Toni. Hallo. So, weiter geht's, nachdem wir letztes Mal mit einem kleinen fiesen Cliffhanger aufgehört haben. Jetzt erfahren wir ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte zu dem, was Jacqueline aka Jackie aka Zeitungsdame. Madame Conrad. Madame Conrad, genau. Denn für einen brisanten Artikel hat schreiben wollen. Über die humanitäre Arbeit von Gideon. Aus irgendeinem Grund war das wohl die einzige Sache, die sie nicht erwähnt hat. Oh. Das ist seltsam. Ich hatte angenommen, dass sie damit ihre Unterhaltung bei Ihnen begonnen hätte. Wie dem auch sei. Sie war zum Haus gekommen, um ein Interview mit mir zu führen. Doch als ich die Bücherei betrat, waren sie und Felix in eine recht erhitzte Diskussion vertieft. Okay. Oh. Das war dann noch vor der Streiterei im Keller, sag ich schon, im Erdgeschoss, oder? Ja, genau. Wissen Sie, worum es bei dieser Unterhaltung ging? Leider nicht, aber Felix war außer sich. Er nahm einen Briefumschlag vom Tisch und stürmte aus dem Zimmer. Nicht ohne vorher die Tür hinter sich in die Angeln knallen zu lassen. Okay. Mein Verdacht, Felix, a.k.a. Major Hagen heißt er, glaube ich, ne? Genau. Wollte die Jackie vielleicht bestechen mit Geld im Briefumschlag, einen gewissen Artikel, einen negativen Artikel zurückzuhalten. Genau. Zurückzuhalten, irgendwie sowas. Ja, genau. Und Mademoiselle Conrad? Sie war zu der Zeit in einem ebenso erregten Zustand. Als er weg war, stieß sie ein paar scharfe Worte über ihn aus, die ich ungern wiederholen würde. Oh, farbig und davon. Wie ist der Zustand der Madame? Ja, nur ganz kurz, bevor wir wieder irgendwas wegklicken, was ist ein anderer Text? Wen würden Sie am ehesten verdächtigen, wenn Sie an meiner Stelle wären? Okay, das bringt nichts. Besser. Danke, Detective. Sie ruht sich in ihrem Zimmer aus. Es ist der beste Ort für sie. Und Sie, Mademoiselle? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein unwirkliches Gefühl. Ich hatte nicht erwartet, dass ich ihn so vermissen würde, wie ich es jetzt tue. Den Felix? Oh Gott, okay. Ja, wundert mich auch. Ja gut, okay. Wenn sie nicht weiß, was er ihrer Mutter alles, keine Ahnung, angetan hat, sondern ihn vielleicht nur aus Sicht des in Anführungszeichen edlen Gönners oder so sieht. Ja. Aber es ist verständlich. Er war viele Jahre lang eng mit ihrer Maman befreundet. Und auch mit mir, Detective. Wir waren eng befreundet. Nach Vaters Tod war er immer für mich da. Und jetzt ist auch er aus meinem Leben verschwunden. Ja. Sie müssen versuchen, nicht auf diese Weise darüber nachzudenken. Das ist leichter gesagt als getan, Detective. Daran habe ich keine Zweifel. Doch ich versichere Ihnen, dass der Täter nicht mehr lange auf freiem Fuß sein wird. Darauf haben Sie mein Wort. Genau. Naja, wir müssen fragen halt. No. Es tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass auch nur einer von Ihnen zu solch einer Tat fähig gewesen wäre. Zumal, also... Also wenn wir jetzt wieder auf die Verdächtigen zurückkommen, dann schließt sich dieser Kreis ja nie, glaube ich. Also bleiben nur die anderen übrig, die wir jetzt noch nicht in diesem Kreis hatten. Gucken wir mal. Es ist oft schwer, die eigenen Gefühle für jemanden beiseite zu schieben und ihre Makel zu akzeptieren. Das ist es nicht, Detective. Sie alle kennen sie schon so viele Jahre lang. Warum sollte einer von ihnen ausgerechnet jetzt zuschlagen? Doch, macht schon Sinn. Doch. Ah, ja. Weil jetzt alle die etwas gegen ihn haben, an einem Ort sind. Ja, genau. Und dadurch die decken sich gegenseitig. Also der Täter denkt, man deckt sich dadurch gegenseitig, weil jeder irgendwie verdächtig ist. Das kann ich dann schon verstehen. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass der Major rein geschäftliche Beziehungen zu einigen der Gäste hatte. Das ist wahr, aber alle der eingeladenen Gäste kennen sich schon viele Jahre lang. Sie mögen vielleicht nicht so wirken,
Doch die meisten von ihnen sind sogar Freunde. Ich sollte in mein Zimmer zurückkehren, Detective. Es war ein erschöpfender Tag für uns alle. Oui, Mademoiselle. Ich fürchte, dass der morgige Tag ähnlich verlaufen wird. Doch ich werde nicht ruhen, bis der Mörder gefasst ist. Fein. Haben wir eigentlich die Polizei gerufen oder sowas? Ja, ist doch die Polizei. Ja, also, er sind die, also, Moment, er ist, wenn die Detective sagen, meinen die damit Detektiv oder meinen sie den Rang eines Detective bei der Polizei? Also, so war er ja immer eher Privatschnüffler. Er war immer Privatschnüffler, aber ich weiß, dass er in seiner ganz frühen Karriere, ich meine, das haben wir ja auch gesehen, war er mal Polizist. Nur genau. Er ist ja auch in Privatkleidung, so. Aber ich glaube selbst, also, für den Fall gesponnen. Herr Oberkommissar Hans Müller-Georgsen wird auf eine Privatparty von, keine Ahnung, Angela Merkel eingeladen. Ja? Und da wird jemand ermordet. Ich glaube schon, dass die Polizei eher rufen, als dass sie sagen, ja, der Hauptkommissar ist da, der macht das schon, wir gehen jetzt alle mal pennen. Genau. Deswegen manchmal, oder kommen die hier nicht hin wegen Schnee? Gab es überhaupt schon Telefon zu dieser Zeit? Haben wir hier schon Telefone? Doch, es gab Telefone, es gibt die Telefonrechnung. Ja, genau. Und Archie hat telefoniert mal in irgendwann genau, vor ewig und 3 Jahren. Genau. Okay. Ja, dann kommt sie vielleicht wegen dem Schneesturm hier nicht raus. Wahrscheinlich. Ich bin wirklich froh, dass Sie hier sind, Detective. Ja. Wir erst. Wo und wann auch immer ein Detective benötigt wird, werde ich da sein. Bonne nuit, Mademoiselle. Ja, bon nuit. Und den anderen lassen sie jetzt im Fenster sich auf der Bleibfrisch. Das Fenster ist auf, das wird gekühlt. Dann riecht es auch nicht. Die Mademoiselle hat mich mit einem interessanten Gedanke zurückgelassen, den ich vorher noch nicht in Betracht gezogen habe. Obwohl die Gäste auf den ersten Blick keine großen Zuneigungen füreinander zu empfinden scheinen, ist sich die Mademoiselle äußerst sicher, dass dem nicht so ist. Vielleicht sollte ich die Gäste zusammen betrachten und nicht als Einzelpersonen. Es ist doch so ein Mord im Orient-Ding am Ende. Wahrscheinlich. So, alle haben zugeschlagen. Ja, genau. Okay. Hier ist irgendwas wieder am Blinken. Eine Kette. Eine Kette, genau, Vernehmung. Aha. Angeline, genau. So, okay. Die Gäste kennen sich schon seit vielen Jahren. Jackie hat sich mit dem Major gestritten. Genau, dann können wir das ja rüberziehen nach links. Dahin, ne? Genau. Yep. Meine eigene Kombinationsgabe sollte mich nicht so. Ui. Ja, genau. Zuerst habe ich daran gezweifelt, dass Jackie an dem Mord beteiligt sein könnte. Doch nun beginnt ihre Unschuld ins Wanken zu geraten. Eieiei. Die Puzzleteile scheinen endlich ein großes Ganzes zu formen. Scotty sagen würde, Jackies Unschuld hat eine gewaltige Schlagseite. Ja, genau. Jetzt habe ich ein Motiv für jeden der Gäste. Wen sollte ich am ehesten verdächtigen? Oh, der Major, guck mal. Aber der ist. Ach doch, wir haben einen. Alle Motive bestätigt, der Major. Eine Kette. Eine? Ich würde gerne die ganzen Briefe allein schon dahin verbinden. Ja, ich auch. Warte mal, alle Alibis bestätigt zu, alle Motive bestätigt. Ein weiterer Erfolg. Ich habe nie an mir gezweifelt. Okay, ja. Sie haben alle zusammengearbeitet. Sie haben alle umgebracht. Ja, und am Ende haben sie ihn zum Selbstmord überredet. Ja, also pass auf. Also, die eine ist rein, oder einer wollte, hat ihn erstochen. Und zeitgleich kam dann ein anderer rein und die wollte dann die Spuren verwischen, oder der wollte die Spuren verwischen, indem das Zimmer abbrennt. Und dann kam dann einer zurück und meinte, oh Gottes Willen, der Teppich ist so teuer, den kannst du nicht anbrennen, dann haben sie den Teppich gelöscht. Und haben gesagt, wir drücken uns einfach, wir kennen es eh alle untereinander, das findet der Poirot nie raus. Irgendwas in der Art. Kann echt sein, ne? Wer weiß. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann und wessen Geschichte ich Glauben schenken soll. Sind die Gäste unschuldig? Mon ami. Sackerkör. Alle Gäste sind verdächtig.
Niemand ist unschuldig, sage ich die ganze Zeit. Ihr kommt alle an die Galge. Noch eine Kette, okay. Alle Gäste sind verdächtig, wahrscheinlich die Gäste kennen sich alle. Die Gäste kennen sich schon seit Jahren, genau. Einige mögen es Glück nennen, doch ich nenne es einen Geistesblitz. Ja, ich nenne es eine waagerechte Linie. Mhm. Ich zweifle jetzt langsam daran, inwieweit ich ihren Geschichten trauen kann. Unter Umständen könnten sie sich lediglich gegenseitig decken. Genau. Es ist schlichtweg unmöglich, dass einer der Gäste die Zeit dazu gehabt hätte, den Major zu töten und danach zur Feier zurückzukehren. Es sei denn, dass genau dieser Denkweise mein Fehler liegt. Vielleicht ist es nicht nur ein Schuldiger, sondern es sind mehrere. Okay. Ich finde es gut, dass wir auf diesen Gedanken schon vorher gekommen sind. Ja, ja. Wunderbar. Okay, jetzt ist hier sonst nichts. Gehen wir weiter raus. Ja. Warum ist mir das nicht in den Sinn gekommen, dass der Mord am Major Teil eines Tricks gewesen ist und dass er von mehr als nur einem der Gäste ausgeführt worden sein könnte? Es war beinahe schon eine Offenbarung, die sich mir öffnete, nachdem Mademoiselle die geteilte Vergangenheit der Gäste erwähnt hatte. Vielleicht wird sich die Mademoiselle zu einer treuen Verbündeten werden, die sie bei einer Verhaftung der schuldigen Parteien von essentieller Bedeutung sein wird. Die Befragung von heute war lediglich der Anfang. Ich werde meinen Verdächtigen erlauben, ihre Geschichten noch einmal zu überschlafen und werde dann sehen, wie sie sich morgen schlagen. Vielleicht wird einer der Mittäter doch noch über genug Anstand verfügen, um einen Funken von Bedauern zu zeigen. Da die Täter vielleicht zusammenarbeiten, kann ich mir nicht mehr sicher sein, wer von ihnen die Wahrheit gesagt und wer versucht hat, mich auf Irrwege zu führen. Ja. Vielleicht sollte ich die Angelegenheit selbst erstmal überschlafen. Eine gute Nachtruhe wird sich sicher zur Morgendämmerung voller neuer Gedanken führen. Und es gibt wohl kaum einen besseren Ort für eine geruhsame Nacht als ein Haus, das von einer friedvollen weißen Decke aus Schnee eingeübt wurde. Und eine müffelnde Leiche im Nebenraum. Raus aus meinem Kopf. Allerdings scheinen ja nicht alle die gleichen Gedanken gehabt zu haben. Oh. Ich würde aber sagen, eine männliche Silhouette. Ja, glaube ich auch. Falls du nicht mehr weiter weißt, kannst du R drücken. Ja, da gehen wir immer hin, aber dann wissen wir weniger weiter als vorher meistens. Ja, genau. Kapitel 5, das Geheimnis. Der Secret. Ein rastloser Schlaf und das Abbild dieser unheimlichen Gestalt draußen im Schnee haben die Arbeit für meinen kleinen grauen Zellen nur schwerer gemacht. Genau. Ich hätte niemand nicht annehmen sollen, dass diese verlegt werden würde. Mindestens einer der Gäste hat mich belogen. Ihre Alibis haben sich gegenseitig bestätigt, aber ich weiß, dass das unmöglich ist. Huch, neue Gedankenkarte. Na toll. Wie der Major in die Erpressung involviert ist, vermag ich noch nicht zu sagen. Sobald ich bestätigt habe, ob er der Autor und der Empfänger des Briefes war, kann ich den nächsten Schritt in meiner Untersuchung einleiten. Ui, okay. Keine Ketten. Hier. Okay, wir haben erst den Erpresserbrief. Genau. Gideon hat die Bezahlung durchgeführt. Nach dem ersten Erpresserbrief. So, der Erpresserbrief des Majors. Ich muss herausfinden, ob der Major der Absender oder der Empfänger des Briefes war. Mit Lösegeldsumme. Der Verfasser verlangte 5000 Franken. Ob er den Betrag bereits erhalten hat oder ob das Lösegeld noch nicht verschickt worden ist, vermag ich nicht zu sagen. Da taucht Gideon. Mal Gideon auf, da kauft Angeline auf und da kauft Archibald auf. Okay. Ja, dann haben wir den Herrn Butler. Der steht ja da direkt. Dann können wir den auch gleich bequatschen. Guten Morgen, Detective. Haben Sie gut geschlafen? Wunderbar. Das muss ich leider verneinen. Obwohl ich mir zumindest einen kurzen Moment erholsamer Ruhe gewünscht hatte, blieb er mir unglücklicherweise verwehrt. Bedauerlich. Ich werde mich erst dann ausruhen können, wenn ich den Mörder des Majors aufgespürt habe. Wie kann ich Ihnen dabei weiterhelfen, Detective?
Ui, okay. Während ich letzte Nacht den Schnee beobachtet habe, hätte ich schwören können, dass ich eine Gestalt im Garten gesehen habe. Ja, fangen wir mal damit an, ne? Ja. In diesem Schneegestöber? Wenn jemand tatsächlich dort draußen gewesen wäre, dann hätten wir jetzt sicherlich einen weiteren Todesfall zu beklagen. Ich weiß, dass es sich seltsam anhört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dann würde ich es wohl auch nicht wahrhaben wollen. Das Personal hat schon oft darüber getuschelt, dass sie in der Dunkelheit jemanden gesehen hätten. Aber am Ende waren es doch immer nur Schatten. Wahrscheinlich haben sie es sich nur eingebildet. Genau, dann. Ich habe Mademoiselle Elisabeth gestern Nacht gar nicht zu Gesicht gekommen. Ich fürchte, unserer Lizzie geht es nicht besonders gut. Die Ereignisse von gestern waren einfach zu viel für sie. Wir werden diesen Morgen wohl leider ohne sie auskommen müssen. Noch mehr Personalnot. Wie Wordsworth einst sagte, raste und sei dankbar. Vielleicht wird ihr etwas Ruhe und Entspannung im Nu wieder auf die Beine helfen. Okay. Ich würde schnellstmöglichst mit Madame Van den Bosch sprechen wollen. Wollen wir das wirklich? Naja, müssen wir ja wohl. Ich würde fast eher einmal das hier testen wollen. Ja, nehmen wir erstmal das, genau. Na, könnten Sie mich das Telefon des Hauses verwenden lassen? Also eventuell, ja, Telefonjoker, ja, wie bei hier, genau. Ja auch. Das würde ich nur zu gerne. Aber ich fürchte, dass die Telefonleitungen seit heute Morgen nicht zu funktionieren scheinen. Der unaufhörlich fallende Schnee muss sie über Nacht wohl beschädigt haben. So etwas. Aha. So ein seltsamer Zufall. Aber ein ganz großer. Selbst wenn wir das Telefon verwenden könnten, bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand zu uns schaffen könnte. Eingesperrt mit dem Mörder. Wenn dem so ist, dann werde ich den Fall wohl auf eigene Faust lösen müssen. Ich würde es Sie wissen lassen, falls sich irgendetwas ändert. Aber bis der Schnee geschmolzen ist, um genug Platz für die Kutschen zu schaffen, werden wir wohl eingeschneit bleiben. Ich habe gerade genug Platz zum Knutschen schaffen. Oh Gott, oh Gott. Ja, da fehlt doch nur ein N, ne? Aber. Ich so, hä? Okay. Naja. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, also bis der Schnee, das hat jetzt irgendwie gefühlt 24 Stunden geschneit, In-Game-Zeit. Und da lag schon kniehoch. Ja. Hui. Ich hoffe, das Haus hat genügend Vorräte gespannt. Naja. Obwohl ich die lokalen Behörden weder anrufen noch zu Fuß um Hilfe bieten kann, bedeutet das jedoch auch, dass keiner der Gäste das Haus verlassen kann. Ich habe Zeit, bis der Schnee geschmolzen ist, um nicht nur den Erpresser von Mademoiselle Angeline, sondern auch den Mörder des Majors aufzuspüren. Was am Ende vielleicht dieselbe Person ist. Ich würde, das wäre jetzt noch das Highlight, wenn der Major rausgefunden hatte, wer der Erpresser war. Damit würden wir automatisch ausschließen, dass er der Verfasser ist. Vielleicht hätte er den Mörder sogar zu sich bestellt und ist dann überraschend getötet worden. Wer weiß. Genau sein. Ja, ja. Genau. Ich würde schnellstmöglichst mit Madame Van den Bosch sprechen wollen. Sie nimmt im Augenblick alleine im Speisezimmer ihr Frühstück zu sich. Sie zieht das so vor. Doch wenn Sie jetzt mit ihr sprechen möchten, könnte ich... Es ist wirklich wichtig, dass ich mich mit ihr unterhalte. Aber vielleicht sollte ich sie zumindest ihre Mahlzeit beenden lassen. Ich möchte ihre Stimmung nicht bereits dämpfen, bevor ich überhaupt meine erste Frage gestellt habe. In der Zwischenzeit könnte ich vielleicht mich im Garten umsehen und herausfinden, ob die Gestalt von letzter Nacht Spuren hinterlassen hat. Ja, gute Idee. Die Leiche des Majors. Ich habe mich bereits darum gekümmert. Nachdem Master Demir und sein Bruder ihren Rausch ausgeschlafen hatten, halfen sie mir, den Leichnam in den Keller zu schaffen. Für den Moment ist er da wohl am besten aufgehoben. Na toll. Also lag der wirklich die ganze Nacht einfach auf dem Fußboden im Zimmer? Ah ja, scheinbar schon. Okay. Ah ja, Fenster war auf, der war frisch. Ja, gut. Gut, es war glaube ich auch nicht kurz in der Nähe, also es hat noch nicht gebrochen oder so. Oh mein Gott. Trebia, ich nehme an, dass dort unten niemand etwas verloren hat. In der Tat, außer mir natürlich. Sobald der Schnee geräumt wurde, können wir die Leiche aus dem Haus befördern. Okay.
Pass auf, am Ende ist Leiche verschwunden, ey. Ihre Unterstützung war wie immer von unschätzbarem Wert. Na dann. Okay. So. Dann gehen wir mal hier ganz kurz die Gedankenkarte an. Was haben wir denn hier? Mhm. Untersuche die Erpressung. Das ist abgeschlossen, glaube ich. Da ist aber kein Haken hinter. Normalerweise ist dann hier unten immer so ein... Ach so, ja. Häkchen. Ich gucke gerade, ob hier irgendwas mit Sprich mit Schießmethode oder sowas ist, aber... Mhm. Jackie weiß viel über die Gäste. Jackie scheint sich die Familie genauer zu kennen. Mhm. Okay. Das Personal könnte den Grund der Erpressung kennen. Das Personal weiß, dass der Familie ein Geheimnis verbirgt. Das haben wir, glaube ich, schon alles gemacht, oder? Also das haben die verbunden, das sieht irgendwie sehr... Weiß ich, kann mich gerade erinnern, hier an so ein Konstrukt. Hm. Okay, dann lass das einzig andere hier den Garten untersuchen, mit Cassandra sprechen. Okay. Okay, genau, dann machen wir das mal. Achso, da haben wir Cassandra. Cassandra sprechen. Die Brüder haben die Leiche bewegt, okay. Den Garten untersuchen, genau. Gut. Müssen wir dafür mit ihm sprechen, weil hier so eine Sprechblase bei ihm ist? Ja. Sonst ist noch wer nochmal in dem Häschen dran. Komisch dann. Warte mal, ich spreche nochmal an. Vielleicht brauchen wir einen Schlüssel oder so. Was immer Sie brauchen, Detective. Okay, Donny. Ihre Unterstützung. Okay. Okay. Zum Garten? Zum Garten. Müssen wir mal gucken. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier vorne raus. Oh. Ach, guck an. Na, dann quatschen wir die gleich an. Guten Morgen, Detective. Ich hoffe, dass Sie eine erholsame Nacht hinter sich haben. Bonjour, Mademoiselle. Das Zimmer war sehr komfortabel, merci. Leider war mein Verstand in keinem guten Zustand, um das volle Potenzial seiner Annehmlichkeiten genießen zu können. No. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich niemand hier eine erholsame Nacht hinter sich gebracht hat. Ach doch, ich glaube, der Major tief und fest geschlafen. Genau, der ist frisch. Hoffentlich lastet die Schuld heute Morgen besonders stark auf den Schultern des Täters. Hoffentlich wird er einfach nervös hier oder sowas. Naja. Ach, guck, aber nachher bringt er noch mehr rum. Mhm. Da hinten steht der zukünftige Ehemann, der Gideon. Steht auch noch in der Halle. Ja, stimmt. Mhm. Großversammlung in der Halle. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen gestern Nacht keine große Hilfe war, Detective. Ach, ganz im Gegenteil, gut. Mademoiselle. Ihre Erkenntnisse über die Gäste haben mir bei meiner Untersuchung bereits sehr weitergeholfen. Doch leider gibt es immer noch viele Fragen, die nach einer Antwort verlangen. Mhm. So, genau. Was haben Sie vor der Position gehalten, die der Major in Ihrem Haus inne hatte? Und, seine Position? Oder, ja, Entschuldigung. Sie meinen die Tatsache, dass er hier gewohnt hat? Ja, genau, die Position meinen wir. Ui, genau. Selbst in einem Haus dieser Größe müssen Sie beide sich doch sicherlich des Öfteren über den Weg gelaufen sein. Genau, und die waren ich doch so seine super tolle Freunde. Hier stets genossen. Wenn ich mit Gideon unterwegs war, war es immer sehr beruhigend zu wissen, dass Maman nicht alleine war. Leider hat seine Arbeit mit Mr. Da Silva ihn in letzter Zeit immer öfter vom Haus ferngehalten. Mhm. Okay. Was können Sie mir über Ihre Beziehung erzählen? Ob beruflich oder privat? Da gibt es nicht viel zu berichten. Sie haben nicht sonderlich viel füreinander übrig. Mhm. Okay. Wissen Sie, worum es bei Ihren Geschäften genau gegangen ist? Er hat geschäftliche Angelegenheiten stets für sich behalten. Ich weiß lediglich, dass er Mr. Da Silva bei Sicherheitsfragen geholfen hat. Ich habe einen Scheck gefunden, den Monsieur Da Silva an den Major ausgestellt hat und auf dem Sicherheitsberatung erwähnt wird. Ah, richtig. Sicherheit. Dank seines Armeetrainings konnte er Mr. Da Silva dabei helfen, sich auf mögliche Probleme vorzubereiten, die während des Streiks auftreten könnten. Ja, aber streiken die Leute auch wie, naja. Wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Geld. Okay, schick die Armee. Wir arbeiten weiter, wir arbeiten weiter. Genau. So. Obwohl der Tod des Majors ohne Frage Vorrang hat, gab es auch eine Entwicklung im Erpressungsfall. Mhm. Eine Entwicklung? Oh, Detective, ich wusste doch, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Es könnte sich um eine weniger erfreuliche Neuigkeit handeln. Ich bin auf einen weiteren Brief gestoßen. Bam, bam, bam. Adressiert an mich? Ich weiß nicht, wie viel mehr ich davon noch ertragen kann. Pardon, Mademoiselle.
Obwohl er auf sehr ähnliche Weise verfasst und mit sehr ähnlichen Phrasen gespickt war, war dieser Brief nicht für ihre Augen bestimmt, sondern für die des Majors. Zumindest erscheint es im Augenblick so. Es tut mir leid, Detective. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie verstanden habe. Ist er nun an ihn adressiert gewesen oder nicht? Das wäre sehr interessant, weil wenn nicht, dann geht unsere Theorie ja auf mit dem, dass er den Erpresser entlarvt haben könnte. Wenn es an ihn war, dann kennt er vielleicht nur seinen eigenen Erpresser, aber ob das dann derselbe ist, naja, gucken wir mal. Ich habe ihn gestern während meiner ersten Durchsuchung des Studierzimmers des Majors finden können. Ob der Major der Verfasser des Briefes war oder ob er ihn lediglich erhalten hat, muss ich erst noch herausfinden. Könnte der Major hinter den Erpressungen gesteckt haben? Um Himmels Willen, nein. So etwas hätte er niemals getan. Niemals. Nicht doch der Hegel. Ein kurzer Moment des Zögerns. Warum sollte er so etwas tun und dann einen Brief an sich selbst schicken? Das ergibt doch nun wirklich keinen Sinn. Ja, okay. Ja. Merci für Ihre Zeit, Mademoiselle. Sie sind für mich wie ein Regenschirm, der mich vor einem plötzlichen Wolkenbruch bewacht. Das klingt aber auch wie so, keine Ahnung, das könnte irgendwie so eine, wie heißt diese komische deutsche Schnulzenband da? Die solche Lieder singt, so, du bist für mich wie ein Regenschirm, der mich vor dem Wolkenbruch bewahrt. Da, 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 da. Ja, irgendwie so ein bisschen, ja. Oh mein Gott. Für die schieb ich die Wolken weiter. Komm, die kann ich singen, aber. denke ich irgendwie nur, er gehört zu mir. Oh Gott. Wie mein Name an der Tür. Das kommt so in die Richtung, so ein bisschen. Oh mein Gott. Vor mir im Wagen fährt ein hübsches Mädchen. Deutsche Lieder von früher, cringe pur. Ja, vor allen Dingen, wenn Sascha und Abahachi sie singen. Sascha und Abahachi sie singen, okay. Ja, das war nach dem Schuh des Manitou, da war Sascha mal beim Dings. Die haben die beiden das vorgetragen. Also sie haben es versucht, sie haben es, glaube ich, dreimal versaut und haben es dann bleiben lassen. Okay, oh Gott. Das ist zu lange. Du meinst hier die wie hieß sie noch, Bulli-Parade, oder? Ja, genau. Boah. Alter, Junge, die Bulli-Parade ist jetzt bald 20 Jahre zu Ende. Also, das weiß ich echt beim letzten Film nicht mehr so gut. Okay, mal gucken, was noch kommt. Also, nützlich? Ja, du bist wie ein Regenschirm. Sei froh für diese schmeichelnden Worte. Exakt immer. Oh Mann. Ja, sagst du es heute zu einer Frau? Wie, ich bin wie ein Regenschirm. Ein Stab und ein Stück Gummi? Oh mein Gott. Fail. Ja. So, wir nehmen hier hinten wahrscheinlich Gideon nochmal mit, bevor wir vorne rausreden. Ja, muss ich sagen, ja. Da. Also doch. Ach, guck an. Bonjour, Monsieur Demir. Bonjour. Wie geht es Ihnen, Detective Poirot? Wenn Sie die Wahrheit hören wollen, dann muss ich leider gestehen, dass mich jeder Fortschritt zur Enthüllung des Erpressers bei meiner Untersuchung zum Mörder des Majors zwei Schritte zurück befördert, Monsieur. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wollen wir sehen. Ja. Nachdem ich gestern den Tatort untersucht habe, hatte ich Monsieur Sterling darum gebeten, die Leiche abzutransportieren. Okay. Ja, das hat er doch gerade mal mit seinem Bruder gemacht, oder nicht? Ja, vielleicht will er gegenchecken, das kann ja sein. Okay, gut. Ich will noch mal ganz kurz die andere Frage gucken. Und nicht, genau, die ist auch verlieren. Gut, ja. Als ich im Studierzimmer war, ist mir aufgefallen, dass der Tresor des Majors verschlossen ist. Wissen Sie zufällig, wer alles Zugang zu diesem Tresor hat? Gute Frage. Welche nehmen wir zuerst? Die Tresorfrage? Die untere finde ich wichtiger, ja. Felix und Madame Vandenbosch sind die einzigen, die meines Wissens nach über einen Schlüssel verfügen. Oh, Archibald hat auch einen. Ich habe einmal gehört, wie Felix ihn darum gebeten hat, etwas für ihn im Tresor zu verstauen. Mhm. Interessant. Interessant. Genau.
Ich sollte diese Tatsache bei Monsieur Sterling nachfragen. Wenn er den, auf den Tresor des Majors Zugriff hat, dann muss er einen guten Grund dafür gehabt haben. Mhm. Und dann eben halt die Frage mit dem Abtransport. Archibald hat mich aufgesucht und mich bei dieser Angelegenheit um meine Hilfe gebeten. Mein Bruder und ich haben uns dann darum gekümmert. Okay. Okay, das ist bestätigt. Merci für Ihre Hilfe. Es ist ein Dienst, den normalerweise nur Fachkräfte auf sich nehmen sollten. Ach, kein Ding. Wir haben ihn einfach die Treppe runterkullern lassen. Ja, genau. Und dann bist du zur Kellertreppe geschoben und dann nochmal gekullert. Oh Gott. Ich glaube, der Kuller nicht mehr viel. Der ist wahrscheinlich abgebrochen, so kalt wie der war. Ja, die abgetrennten Gliedmaßen haben wir dann hinterher geworfen. Oh mein Gott. Ja. Es war etwas, das erledigt werden musste. Leider hat es meinen Bruder wohl schwerer mitgenommen als mich. Okay. Inwiefern? Als er die Leiche zu Gesicht bekommen hat, ist er totenblass geworden. Wir hatten den Keller kaum erreicht, da zog sich Zakaria auch schon in sein Zimmer zurück und ging zu Bett, ohne uns eine gute Nacht zu wünschen. Da garantiert wieder so ein Kriegstrauma-Ding, oder? Naja. Ja. Haben Sie heute Morgen bereits mit Ihrem Bruder gesprochen? Ich habe ihn seit gestern Nacht nicht mehr gesehen. Eine gute Nachtruhe wird ihm sicherlich wieder auf die Beine helfen. Es ist doch gerade mal früh am Morgen. Hat er nicht gerade erst geschlafen? Guten Morgen, aufstehen, Frühstück, gleich herunter transportieren, schlafen gehen. Genau. Es war ein erfüllter Tag. Ja. Oh Mann. Ich kann mir vorstellen, dass der Alkohol als gutes Schlafmittel gedient hat. Ja. Er hat es nicht nötig, dass sein kleiner Bruder sich ständig nach seinem Wohlergehen erkundigt. Hä? Ich Moment, dachte, er ist der ältere Bruder. Dachte ich jetzt auch, es hat mich gerade total rausgeworfen. Der, also okay. Allein schon von der Stimme und vom Aussehen ist doch Gideon älter als Zakaria, ja, oder nicht? Ja. Er hat es nicht nötig, dass sein kleinerer Bruder sich... Nur mal gucken, vielleicht reagiert ja Poro auch komisch drauf. Ja, ja. Vielleicht ist es genau das, was er dringend braucht. Oder bezieht sich das auf Körpergröße? Das, aber das sagt man nicht, oder? Nein, sagt man so nicht. Ich bin mir nicht sicher, was er Ihnen gestern alles erzählt hat, aber er ist ein großer Junge, der auf sich selbst aufpassen kann, Detective. Das, okay. Das muss ein Übersetzungsfehler sein, der dann also sowohl in der Schriftform als auch in den Audio-Files, weil er ist der erste Sohn, er hat alles geerbt. Richtig, genau. Das hat ja der Dings vorher gesagt. So, dann kann das... Nee, das war garantiert ein Fehler. Ich würde sagen, wie... Garantiert. Ich fürchte, dass dem nicht so ist, Monsieur. Seine Zeit im Krieg kam während unserer Gespräche mehr als nur einmal zur Sprache. Er redet immer noch davon. Ich hatte gedacht, dass seine Sprechstunden mit dem Doktor dem ein Ende gesetzt hätten. Naja. Ja, einmal reden reicht und dann, ne? Bist ja, los. Genau. Merci, Monsieur. Psychologiestunden sind teuer, deswegen macht man die Therapie nicht fertig. Wow. Genau. Ach, die Margot. Dann können wir die auch gleich. Nehmen wir alles mit, was ich geht, hätte einige Fragen an Sie, Comtesse. Das ist alles, Detective? Kein Geplauder, keine Schmeicheleien? Ich fürchte nicht, Comtesse. Da sich immer noch ein Mörder auf freiem Fuß befindet, ist mein Geist im Augenblick anderweitig beschäftigt. In diesem Fall kann ich Ihnen vielleicht von Nutzen sein, Detective. Oh. Comment, Madame? Ich dachte, dass es Sie vielleicht interessieren würde, was ich an der Leiche des Majors entdeckt habe. Wait, what? Wieso hat sie denn jetzt Leiche gesehen? Okay. Ich hab's meinen Kopf raus. Hä? Ich würde ja gut, vielleicht beim Transport oder so, aber... Genau, da hat's Händchen gehalten. Keine Ahnung. Oder mal Abschied nehmen. Wahrscheinlich. Ach, guck mal, hier... So viel dazu, der Keller ist sicher. Na dann, fragen wir so. Ja. Ich würde gerne wissen, wer Ihnen die Erlaubnis dazu erteilt hat, die Leiche des Majors zu untersuchen. Das allem, hat also eindeutig ihr Interesse geweckt. Also, ich hätte gedacht, dass eine Dame von höherem Hause, eine Comtesse, nicht an der, sich an der Leiche zu schaffen macht. Hallo? Also, sie ist jetzt in der Hitliste noch ein bisschen nach oben gerutscht. Oder meinst du nicht? Also, hallo? Schon wie sie? Was ich vermute... Also wenn man sie dann schon in den verdächtigen Kreis so nah rückt,
dass da irgendwas war, was sie zurückhaben wollte, was der Major vielleicht bei sich hatte, was sie vergessen hat oder irgendwie sowas. Irgendwas in der Art, genau. Na, mal gucken, was sie antwortet. Ja. Ein Mann wurde ermordet und Sie halten es für angebracht, mich zum Narren zu halten und zu scherzen? Okay. Ach so, das war ein Scherz? Na, ich denke kam jetzt gerade bisher nicht so vor. Ja, kann man nicht so vor. Oh, ich bitte Sie, Detective. Halten Sie wirklich so wenig von mir? Archibald hat um meine Unterstützung gebeten. Er wusste, dass ich aufgrund meiner Tage als Krankenschwester medizinisch ausgebildet bin und dachte daher, ich könnte vielleicht helfen. Selbst okay. Wenn diese Tage schon viele Jahre hinter mir liegen. Moment, wann? Bevor wir die Leiche gesehen haben noch, oder? Ach, die hat doch auch so ein Frauenhaus. Hat die nicht so ein Frauenhaus oder sowas? Und da wurde es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass die medizinischen Hintergrund hat. Ja, aber ich meine, bei einer Leiche muss sie jetzt auch nicht mehr so viel medizinisch untersuchen, finde ich. Ja, und so viel, naja gut, so viel kaputt machen kann sie auf der anderen Seite auch wieder nicht. Sie kann höchstens Beschädigungen hinzufügen. Ja, genau. Die dann ja, mal gucken. Spuren mal gespannt, noch weiter verwischen. Gut, wenn sie es uns sagt, dann da wird schon irgendwas dahinter sein. Gucken wir mal. Also ich bin echt erstaunt jetzt. Gucken wir mal. Er hatte kein Recht dazu, Ihnen Zugang zur Leiche zu gewähren. Nächstes Mal werde ich meine Hilfe ganz sicher nicht anbieten. Was haben Sie an der Leiche entdecken können? Eine einzelne Stichwunde, von der Sie sicherlich bereits wussten. Das Messer muss mit der rechten Hand geführt worden sein. Meiner Meinung nach war es wohl die dominante Hand des Täters. Kann auch mit der linken Hand gewesen sein, wenn es Linkshänder war. Stichwunde war im Rücken, richtig? Ja, ja. Und die war unten, oder? Die war eher unten im Rücken als oben. Ja, ja, genau, unter Rücken. Also von unten, das heißt, du stichst nicht mit erhoben, also wenn du von oben rein stichst, hast du ja quasi, ich mach das jetzt vor, obwohl das kein Mensch sieht, hältst du den Arm wie so ein L von oben und stichst dann nach unten rein. So, wenn du unten rein stichst, dann stichst du ja quasi von unten mehr oder weniger gerade. Ja, genau. Zu treffen. So, die Frage ist, wenn du von unten gerade vor dir reinziehst, das heißt, du zielst eher nach links rüber. Genau. Das könnte sie eventuell festgestellt haben, aber ich weiß nicht, ob man sieht anhand, ich meine, du siehst in erster Linie, siehst du eigentlich nur die rote Linie, oder? Eigentlich schon, ja. Okay. Ich bin stolz auf meine Ordnung und Methode, doch dieser Zwischenfall war keines von beiden. Eine Verdächtige in einem Mordprozess hat das Opfer untersucht, für dessen Mord sie selbst verdächtigt wird. Das klingt wie etwas aus einem Kriminalroman. Ja. Das kann ja nicht sein. Der Tiefe der Wunde nach zu urteilen, würde ich sagen, dass bei dem Stich keine große Kraft aufgewendet worden ist. In meinen Augen ist das ein Zeichen für einen defensiven Angriff. Alter, die kennt sich ja gut aus. Du weißt. Vielleicht, weil sie dabei war. Wahrscheinlich. Wenn ich mich auf eine Mordwaffe festlegen müsste, dann würde ich wohl auf ein scharfes Messer oder einen scharfen Dolch tippen. Okay. Ja. Okay. Aber defensiv, also wie kommt man jetzt auf defensiv? Das ist noch so... Nur, also das war im Rücken. Und defensiv ist ja irgendwie normalerweise, wenn der andere auf einen zukommt, dann müsste es ja vorne sein, nicht im Rücken. Ja. Also dann passt es mit dem Defensiv wieder. Ja, schau. Absolut nicht. Ich meine, da würde ich gerne mal irgendwie hier, wer war es, glaube ich, Odo zitieren, an Garak. Mhm. Sie würden einen Mann von hinten erstechen und Garak ist es doch definitiv der sicherste Weg. Nicht, ja. Gott, wir kennen diese Serie, glaube ich, auswendig. Ja. Okay, machen wir weiter. Dies könnte meinen Verdacht bestätigen, dass der Major mit seinem eigenen Messer ermordet worden ist. Bam, bam, bam. Ja. Ich weiß, dass es für eine Dame wie Sie schwer sein wird, solche Informationen für sich zu behalten. Aber ich bitte Sie trotzdem darum, es zumindest zu versuchen. Ihre Einmischung hat die Untersuchung bereits genug beeinträchtigt. Beziehungsaus. Naja. Gern geschehen, Detective. Tja. Deiner naja, sanften Art müssen wir noch fallen. Ja. Ich hätte auch gleich den Archibald nochmal angegriffen. So, Motto hier, ich denke, da hat keiner Zugriff drauf, wieso hat die Tante den dann untersucht? Auf welche Idee ist der gekommen?
Ja, vielleicht haben sie das Frühstück auch im Keller abgehalten. Das war so ein Buffet, da konnte jeder nochmal dran vorbeigehen oder so. Oh Mann. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder bei 40 Minuten. Schnell? Krass. Geht schnell, ne? Deswegen würde ich sagen, geben wir ab in die Zukunft. Ich bedanke mich beim Toni fürs Mitmachen. Wenn es euch immer gefallen gerne. Hat, dann gerne kommentieren, abonnieren, liken, schaut auch auf den Discord-Server vorbei. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal. Hummel, Hummel. Machen wir's.